Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weipers Meerwasser zu einer neuen Produktvorstellung aus dem Hause Aquamedic. Es ist eine neue Pumpe da, die SmartRift 11.1 bzw. die SmartRift Serie von Aquamedic. Die kann einiges und was sie genau kann, das erfahrt ihr gleich nach dem kurzen Intro. Leute, SmartRift ist generell jetzt eine neue Serie, eine neue Pumpenart, die sich mit anderen Pumpen, wie auch bei der DC Runner, die kann man untereinander koppeln. Also Aquamedic Go Smart, würde ich mal pauschal sagen. Wir haben die Möglichkeit einer App-Steuerung, wir haben die Möglichkeit einer direkten Controller-Steuerung. Wir können Pumpen untereinander verbinden. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Und das hier ist jetzt die neue SmartRift Variante 11.1. Es gibt drei Varianten. Jetzt muss ich gerade eben mal hinten drauf gucken. 3.1, 7.1 und 11.1 mit 4600, 10.500 und 16.000. Das hier ist die Variante 16.000 Liter. 16.000, ja genau. Und die schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. So, das Übliche wieder. Bedienungsanleitung und den Controller, den ich euch auch schon beim DC Runner gezeigt habe. Also gleiche Konzept. Da haben wir nichts mehr. Auch hier gilt diese Pumpe, wie ihr seht, beziehungsweise dieser Inhalt hier ist komplett ohne Plastik verpackt. So, dann haben wir das Pümpchen hier selber. Und, ups, hat ein kleines bisschen gelitten, den üblichen, ja, das ist ein leicht anderer, weil wir auch mit einer anderen Stromzahl arbeiten. Hier sind die entsprechenden Aufsätze für das Netzteil. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und dann schauen wir uns das Schätzchen mal genauer an. Also, wir haben hier einen Power Supply. Wir brauchen für den, genau, einmal aufsetzen, jetzt muss ich eben gucken, genau, aufsetzen, verdrehen, fertig. Die sind für die entsprechenden anderen Länder, brauchen wir jetzt hier nicht. Und dann haben wir das Pümpchen selber. So, so kommt die Pumpe daher. Wir haben hier einen Magneten auf der Rückseite. Der ist bei dieser Pumpe für Glasstärken bis zu 15 mm gedacht. Dann haben wir hier natürlich noch eine, na, jetzt mache ich mal eben hier los, ein schönes langes Kabel. Ich habe mir übrigens Verlängerungskabel mitgeben lassen, weil mein Becken länger ist. Also es gibt, wenn diese Kabel zu kurz sein sollten, Verlängerungsmöglichkeiten, die man dazwischen schalten kann. Das sind ganz normale drei Phasenchecker. Lass mal eben gucken. Hier haben wir sie. Das sind die Verlängerungskabel, 1,80 Meter zusätzlich lang. Falls es nicht reichen sollte. So, wir haben die Pumpe an sich. Sie hat hier hinten einen Magneten, den ich verdrehen kann. Und somit kann ich die Neigung der Pumpe dementsprechend ändern. Und zwar um 30 Grad kann ich diese Pumpe ändern. Ja, man muss natürlich drehen, gucken, da passt das so, wie ich das eingestellt habe. Und dadurch kann ich den Winkel im Prinzip verändern. Also ich heißt, ich drehe den Magneten und verändere dadurch den Winkel an der Scheibe. Ja. Dann gucken wir uns das Pümpchen mal an sich an. Wird einfach durch den Bajonettverschluss geöffnet. Hier ist der Kopf. Und hier haben wir die eigentliche Läufergruppe. Hier sitzt der Motor. Beides schön fein mit Keramiklager. Und finde ich sehr, sehr geil. Ich bin gespannt, was diese Pumpen können. Beim Einsetzen darauf achten, dass man auch wieder genau trifft. Vorsichtig einsetzen. Und das ist eigentlich schon das gesamte Hexenwerk. Dann haben wir hier den Controller. Am Controller haben wir einmal den Anschluss für die Pumpe selber. Dann auf der Unterseite hier
den Anschluss 0 bis 10 Volt für externe Steuerung und einmal den Stromanschluss. So, ich würde sagen, wir verbauen die Dinger jetzt mal im Aquarium und schauen uns das Ganze mal etwas genauer an. So Leute, ihr seht, die beiden Pumpen sind installiert, gegeneinander, gegenläufig. Und eine Kleinigkeit habe ich noch vergessen, da muss ich mein Setup gerade noch mal kurz eben zurückbauen und euch das zeigen. Und zwar, wie die Pumpen dementsprechend im Neigungswinkel verstellt werden. Das ist noch eine Sache, die mir am Herzen liegt, weil es gibt auch noch eine Kleinigkeit zu beachten. So, als allererstes schalten wir die Pumpe natürlich erstmal aus, weil grundsätzlich sollten solche Pumpen niemals ohne Wasser laufen. Ich nehme den Magneten von der Rückseite mal weg. So, ihr seht, wir haben hier diesen Neigungswinkel und den kann ich ja dementsprechend verdrehen. So, jetzt wäre die Pumpe gerade, aber ich kann auch hingehen, wenn es mal gereinigt werden muss, und mit einem einfachen, na, genau, klack, dann geht das Ganze ab. Und da seht ihr auch, wie das hier gearbeitet ist. Hier ist eine leichte Schräge drin, da ist eine leichte Schräge drin. Es wird einfach wieder draufgesetzt und ich kann den gewünschten Neigungswinkel, so wie ich die Pumpe haben möchte, dementsprechend einstellen. So, das passt jetzt noch nicht ganz. Ich muss noch ein bisschen weiter. Weil ich die Pumpen gegenläufig habe. Eine läuft vorne an der Scheibe vorbei, die andere läuft hinten dran vorbei. Und was auch wichtig ist, dass diese Pumpen mindestens, so, Moment, mindestens 10 cm unter Wasser sind. Weil sie, Moment, ich muss etwas tiefer, Neigung verändern, genau, weil sie ansonsten von oben Luft ziehen. So, jetzt machen wir das Ding wieder an. Und dann kann die auch direkt schon wieder loslegen. Das wollte ich euch noch zeigen, das ist wichtig. Wie gesagt, wenn ihr die zu hoch installiert, das mag eine gewisse Zeit lang gut gehen, bis sich ein Wirbel gebildet hat. Aber dann kann die auch ganz schnell, das hat die Pumpe zum Beispiel da hinten, kann ganz schnell Luft ziehen. Und daher bitte darauf achten, dass ihr tief genug die Pumpe anbringt, dann zieht die auch keine Luft. Und gerade bei diesen starken Pumpen hier mit 16.000 Liter Förderleistung, das ist natürlich einiges. Gut, kommen wir zur App. Ja, die App ist eigentlich relativ einfach runterzuladen. Sie gibt es für iOS und für Android. Bei iOS ist es, oder generell ist es erstmal wichtig, ich habe zwar jetzt hier ein Tablet installiert und die App funktioniert auch zum Teil darüber, aber eine hundertprozentige Garantie, dass die App vernünftig funktioniert, gibt es nur, wenn ihr die auf dem Smartphone installiert. Das ist noch eine ganz wichtige Sache. Wie gesagt, ihr könnt es über das Tablet probieren, aber es gibt da Darstellungsprobleme, wenn ihr das Tablet dreht und so. Also man muss schon wissen, dass es dann nicht hundertprozentig ist. Und es wird an einer Version für Tablet auch noch gearbeitet, aber das dauert noch ein bisschen. Für die iOS-Benutzer ganz wichtig, hier und da gibt es ja Leute, die auch den Dark Mode benutzen. Und bei dem ist es so, kann ich euch nachher auch gerne nochmal kurz, ja nicht direkt zeigen, aber darauf hinweisen, dass einige Sachen nicht zu lesen sind. Also wenn ihr die App installiert und benutzt, schaltet bitte den Dark Mode ab, und damit ihr auch alles sehen könnt, weil die App ist nicht darauf ausgelegt. Und last but not least, wird auch gleich in der App nochmal gesagt, könnt ihr euch im Vorfeld dann schon mal darauf einstellen. Bitte geht hin und schaltet bei eurem Router das 5 GHz Netz vorübergehend ab, wenn ihr die entsprechenden Sachen installiert habt oder installieren wollt. Ist eine Kompatibilitätssache. Es geht sich darum, dass auch jeder im Endeffekt die Sachen benutzen kann. Weil es gibt tatsächlich auch noch, ja, viele haben sagen, ja, 5 GHz ist das Standard heutzutage. Nicht jeder hat einen 5 GHz Router zu Hause. Also ist es auf einen 2,4 GHz gemacht worden, damit das auch dementsprechend funktioniert. Und wenn ihr das 5 GHz Netz kurz abschaltet, dann funktioniert das gleich auch mit der Installation. Gut, gehen wir zur App selber. Dazu
installiert, also sprich im App Store oder im Play Store runterladen das Ganze. Und hier ist es schon mal im Vorfeld wichtig, bei der Installation bzw. beim Öffnen der App werdet ihr gefragt, ob ihr den Ortungsdienst aktivieren möchtet. Bitte schaltet den an. Ich sage euch auch gleich warum. Gut, das ist unsere Oberfläche, worüber wir entsprechend arbeiten. Oben ist die E-Mail-Adresse eingetragen, womit ich mich registriert habe. Darunter ist das Passwort. Wir könnten das Passwort über die Taste auf der rechten Seite auch einblenden lassen, damit wir wissen, habe ich es jetzt richtig geschrieben. Dann haben wir unten noch drei Button. Der ganz rechte Button Login by Phone Number ist für uns nicht wichtig. Der ist nur, ich sag's mal, für Übersee wichtig, für unsere amerikanischen Freunde. Dann haben wir den Button Forgot Password und Create New Account. Da gehen wir jetzt mal kurz drauf. Ihr seht schon, das Ganze hier ist in Englisch gehalten und das ist auch Absicht so von Aquamedic. Englisch ist mittlerweile Verkehrssprache geworden und diese App erklärt sich eigentlich von selbst. So, wir müssen natürlich die Policies hier akzeptieren und dann könnten wir jetzt hier hingehen und uns einen Account erstellen, der mit einer ganz normalen E-Mail-Adresse zweimal das Passwort wiederholt. Ihr könnt euch auch da wieder vergewissern, habe ich es richtig geschrieben, und dann geht ihr bitte auf Create und dann ist euer Account im Prinzip schon erstellt und ihr könnt ihn sofort nutzen. So, gehen wir zurück. Mein Account ist erstellt und ich habe die entsprechenden Daten schon eingetragen und wir loggen uns ein. Und ihr seht, da steht schon eine Pumpe. Das ist die DC Runner, die ich euch im vorangehenden Video schon vorgestellt habe. Und ja, ähnlich wie die DC Runner läuft das Ganze auch hier mit dem Verbinden der App mit dem Controller. Und genau das machen wir jetzt hier mal. Wir gehen auf Add und hier haben wir schon wieder eine kleine Besonderheit. Weiß der Geier warum, ist eigentlich auch wurscht. Da oben sind Strömungspumpen abgebildet. Darunter steht zwar EcoDrift, ja, das ist die andere Variante, die jetzt schon rausgekommen ist vor einiger Zeit. Ist aber exakt das gleiche. Die arbeiten mit der gleichen Software, die arbeiten mit dem gleichen Controller. Also egal, ob da EcoDrift steht oder SmartDrift, ist relativ wurscht. Wir wollen eine Strömungspumpe installieren. So, jetzt werden wir hier aufgefordert, einen Kompatibilitätsmodus herzustellen. Ich soll den An- und Ausknopf so lange wie möglich drücken, also 5 Sekunden, damit das Ganze, das Wi-Fi-Symbol an zu blinken fängt, beziehungsweise hier sind nur grün und rot dargestellt. Es ist aber so, dass ihr den Wi-Fi-Knopf dafür benutzen müsst und auch das entsprechende Wi-Fi-Symbol muss blinken. So. Muss ich gerade eben mal kurz schauen, ist an beiden soweit eingestellt. Ich möchte jetzt eine Pumpe hinzufügen, das heißt, ich gehe erstmal hin und schalte erstmal eine aus, damit es einfach ist. Nacheinander ist einfacher. Moment, wo ist, ja, da muss man auch dann den richtigen dran greifen. So, eine haben wir jetzt ausgeschaltet. So, also dieser Knopf, 5 Sekunden lang drücken, bis dieses Wi-Fi-Symbol blinkt. Sollte daneben noch der Zusatz AP stehen, für Access Point, nochmal 5 Sekunden drücken, damit dieses Zeichen verschwindet. Diese Funktion ist noch nicht verfügbar. Kommt später, wird beim nächsten Update wahrscheinlich mit reinkommen, weiß ich noch nicht genau. Ich weiß auch nicht genau, was diese AP-Funktion machen soll. Also, 5 Sekunden lang drücken, bis das Wi-Fi-Symbol leuchtet. Dann haben wir hier unten noch Device has entered a Smart Configuration Mode. Also das Gerät ist im entsprechenden Modus, also es wartet auf die Verbindung. Das müssen wir anklicken. Dann drücken wir auf Next. Und jetzt hier haben wir genau das, was ich am Anfang gesagt habe mit dem Standort teilen. Also sprich, dass die App weiß, wo ihr seid. Wenn das deaktiviert ist, wird hier euer Netzwerk nicht angezeigt. Fragt mich nicht, warum das so ist. Ist mir eigentlich auch egal. Mir ist auch egal, ob jemand weiß, wo ich bin. Egal. Schaltet es am Anfang an, ansonsten kriegt ihr hier euer Netzwerk nicht angezeigt. Dann tragt ihr euer WLAN-Passwort ein. Ich habe das im Vorfeld schon kopiert und eingetragen. Jetzt hier steht nochmal extra drunter, dass das 5 GHz Netz nicht unterstützt wird. Das heißt also, das Gerät muss zu dem Zeitpunkt im 2,4 GHz Netz sein. Also einfache Sache, am Access Point bzw. am Router einmal ausschalten,
dann wechselt euer Gerät in den 2,4 GHz Modus, wenn es nichts anderes findet. Und dann könnt ihr hier dann das Ganze ohne Probleme konfigurieren. So, dann gehen wir auf Next und warten jetzt ab, bis er dementsprechend hier die Verbindung gefunden hat. Der Abstand zwischen dem Gerät, dem Controller und dem Router sollte nicht zu groß sein. Und ihr seht, hat funktioniert. Er hat es relativ schnell gefunden. Und er gibt mir jetzt erstmal einen Namen an, den ich im Nachhinein ändern kann. So. Nicht einfach draufdrücken, richtig. Die Pumpe auswählen. Add drücken. Und da steht sie. So, jetzt machen wir das gleiche Spiel nochmal mit der zweiten Pumpe. Es kann natürlich auch sein, ich habe es noch nicht probiert. Moment. Dass man direkt beide Pumpen in diesen entsprechenden Konfigurationsmodus reinsetzen kann und das hier gefunden wird. Weiß ich nicht. Kann sein, dass es funktioniert. Könnt ihr mir ja mal runter in die Kommentare schreiben, falls ihr das gleiche macht. Es ist auf jeden Fall so einfacher und sicherer, auf jeden Fall. So, zweite Pumpe ist angelaufen und wir wollen wieder eine EcoDrift hinzufügen. Ja, der Configuration Mode ist an, also sprich das Wi-Fi-Symbol blinkt ohne Zusätze und wir gehen auf Next. Wieder das gleiche Spiel, Passwort einsetzen, erledigt und die entsprechende Verbindung herstellen lassen. Paco, habe ich eben länger geredet. Manchmal kann es auch ein bisschen dauern. %30. Ja, in dem Moment, wo sie dann jetzt hier erstmal sucht, schauen wir dann, da hat sie es gefunden. Gut. Ihr seht, es hat sich ein bisschen gezogen. Kann sein, dass sie aufgrund der Tatsache, dass ich sie gerade erst angeschaltet habe und die andere schon lief. Aber ihr seht, also Pumpe auswählen, hinzufügen, erfolgreich, da stehen meine beiden Pumpen. So, jetzt kommen wir zu einer Besonderheit. So Leute, beide Pumpen sind reingehangen und ja, ihr seht auf der linken Seite die DC Runner, die ist umbenannt worden. Kommen wir zu ein paar Kleinigkeiten, die wichtig sind bei dieser App, die man wissen muss, stehen aber auch in der Bedienungsanleitung. Also wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wir können die Pumpen an- und ausschalten, indem wir einfach länger drauf drücken. Dann kommen wir in ein Menü rein. So war's, genau. Da bin ich jetzt mit der DC Runner vertan. Das ist nämlich der Unterschied zwischen DC Runner und den Strömungspumpen. An- und ausschalten funktioniert nur hier. So, das erste, was wir jetzt hier machen möchten, wir gehen erstmal oben auf Menü und geben dem Kind einen vernünftigen Namen, weil das kann sich doch kein Schwein merken. So, Viper, und nennen wir sie Viper 1, wurscht. Dann, Save wird übernommen. Das gleiche Spiel, länger drauf drücken, dann kommt man in das Menü rein und wieder Rename. Und ihr seht schon, es sind unterschiedliche Modi eingestellt. Das sind nämlich die Modi, die ich unten von Hand eingestellt habe. Kommen wir aber gleich zu. So. Viper 2. Dann. Save übernommen. Wir gehen in die erste Pumpe rein. Ja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man muss wirklich länger draufdrücken, damit das funktioniert. Jetzt muss ich gerade eben mal kurz gucken, welche ich jetzt erwischt habe. Wahrscheinlich die hintere. Ja, genau, die hier. Also sprich, Viper 1 ist die, Viper 2 ist die da hinten. Über einen kurzen Klick an und in der Mitte kann man sie an- und ausstellen, hier vor Ort. So, dann seht ihr darunter Manual, Linkage und Programm. Manual ist das, was wir im Moment haben. Dieser Bereich ist auch, ich sag mal, mit einem blauen Ring hinterlegt. Linkage heißt, ich kann hingehen und kann diese Pumpen zum Master und Slave machen. Kommen wir gleich zu. Und Programm heißt, ich kann eine der Pumpen programmieren und kann die andere dann als Slave einstellen und die übernimmt dann dieses Programm.
Die Programmart und die Strömungsstärke muss ich separat einstellen. Kommen wir aber auch zu. Gehen wir erstmal jetzt hier in den Manualmodus rein. Auch wieder, um in das Untermenü reinzukommen, muss ich dementsprechend hingehen und länger drauf drücken. Ihr seht die Pumpe oben, also sprich die 24 Stunden werden angezeigt, die Pumpe läuft. Und hier unten drunter seht ihr, was sie im Moment macht. Also sie ist auf random eingestellt, das heißt, sie geht alle Sachen von Strich nach Faden, nach links, von links nach rechts durch. Ich kann jetzt über die Pfeiltasten die verschiedenen Modi hier abrufen. Konstant, Feed hat man gerade, Classic, Sign und wieder Random. So, aber jetzt fehlt mir natürlich noch dementsprechend die Stärke, die ich einstellen möchte. Ich gehe mal in den Konstant-Mode rein, auch wieder etwas länger halten. Und da seht ihr, ich kann mit dem Schieberegler die Pumpe auf Volllast stellen, gehe auf Safe und ja, Sturm im Wasserglas. Gehen wir nochmal rein, stellen zurück auf 70%. So, Safe und die Pumpe arbeitet auf einer Leistung von 70%. So, beim Classic Mode auch haben wir die Möglichkeit, das ist das übliche An- und Abschwellen, so wie wir es auch kennen. Wir können den Flow, ihr seht, das Ganze geht hoch und runter. Und wir können die Frequenz ändern. Es kann ganz kurz gepulst werden, es kann lang gepulst werden, so wie man das haben möchte. Und wir können das Ganze abspeichern, so wie wir das wollen. Und die Pumpe arbeitet im Pulsmodus. Dann haben wir einen, ich sag mal, wie so eine Art Sinuskurve. Das gleiche Spiel nochmal, aber halt nicht so abgehackt wie im klassischen Mode. Wenn wir das jetzt abspeichern, dann fährt die leicht hoch, dann fährt die leicht runter. Also das ist etwas weicher, das Ganze gestaltet. So, Random Mode hatten wir gerade eben. Da macht sie, was sie will. Und wir haben den Feed Mode. Na, gehst du bitte zurück? Wo bist du? Da. So, und da können wir dann auch nochmal draufklicken und da haben wir dann auch die Möglichkeit, die Minuten einzustellen, die wir haben wollen für den Fütterungsmodus, bis sie dann wieder angeht. Dann gehen wir auf Save und suchen uns wieder eine konstante Strömung aus oder einen Modus, der uns gerade beliebt. Das zum Einstellen des manuellen Betriebes. So, beim Linkage ist es so, dass ich, wie gesagt, eine Pumpe zum Master machen kann und die andere zum Slave. Dafür muss aber eine Pumpe schon programmiert sein. Das habe ich jetzt zum Teil hier schon gemacht. Wir gehen mal auf Programmmode und ihr seht, ich habe ein Programm jetzt hier schon installiert bzw. am Laufen. Wie das genau gemacht wird, zeige ich euch dann jetzt gleich. So Leute, kommen wir zum Programmieren. Eigentlich eine ganz easy Sache. Wieder das gleiche Spiel, gehe ich hin, klicke auf einen Button, komme ich in die entsprechende, wird das entsprechende Programm aktiviert, beziehungsweise der Modus, genau das gleiche hier. Es ist jetzt der Programmmodus aktiviert und damit wir programmieren können, müssen wir länger drauf drücken. So, wir gehen jetzt erstmal hin und löschen alle Einträge. Über den Delete-Button kriege ich alles gelöscht und muss das einmal abspeichern, damit der Controller das übernehmen kann. Dann gehe ich wieder ins Programm zurück und habe ein leeres Brett. So, ich möchte jetzt erstmal, ich sage es mal, einen Modus haben. Ich klicke zweimal, also tap zweimal auf den Ring drauf und bekomme dann diese Auswahl, die ihr jetzt hier seht. Ich möchte erstmal den Nachtmodus für mich programmieren. Konstant klicke ich drauf, also vorne auf den runden Button draufklicken. Und dann möchte ich haben 40% Flowrate oder 39, 40 sagen wir mal. So, das ist jetzt hier nicht weiter zu sehen, die Prozentzahl. Die sieht man nur, wenn man wieder in das entsprechende Menü reingeht. Also 40% Flow für die Nacht möchte ich haben. Das hat er jetzt dann aber erstmal für den gesamten Tag von 0 Uhr bis 0 Uhr eingetragen. Jetzt gehe ich hin, klicke auf eine Uhrzeit und sage, ich möchte das Ganze aber nur bis
8.30 Uhr haben. Zum Beispiel. Dann geht er hin und setzt die entsprechende Marke. Dann sage ich Save und er hat es übernommen. Ich gehe jetzt wieder zurück und dann suche ich mir den nächsten Bereich aus. Jetzt habe ich links und rechts zwei Pfeiltasten. Wenn ich auf die rechte gehe, sucht er mir wieder den kompletten Bereich aus. Ich möchte jetzt aber nur einen kleinen Teil haben. Ich kann jetzt auch hingehen und diesen Zeiger verschieben. Und grundsätzlich geht er erstmal hin und gibt uns den Classic Mode vor. Um das zu ändern, gehe ich wieder unten rein, sage okay, lassen wir die Fische erstmal wach werden und gehen mal mit 60% Flowrate oder 63% Flowrate und einer Frequenz von 95 ran und nehmen den Sign Modus. So, Sign Modus ist drin, da ist der Haken dahinter, Save und ihr seht, es wurde übernommen. Dann gehe ich hin und gehe auch wieder auf den Button und ihr seht, es wird wieder erstmal der maximale Bereich genommen und muss mir den dann dementsprechend kriegen und separat einstellen. Jetzt möchte ich zum Beispiel den Classic Mode haben und den möchte ich mit einer Leistung von 80% mit einer geringen Frequenz. Dieses Ausprobieren, wie das Ganze funktioniert, lässt sich am besten machen im manuellen Modus. Da muss man so Pi mal Daumen ausprobieren, ja, das müsste dann so und so gehen. So, dann gehe ich wieder auf Save und das ist übernommen. So, gleiches Spiel wieder. Ich möchte jetzt bis 18 Uhr konstante Strömung haben. Gehe hin und wähle konstant aus auf einer Stärke von 70%. 70 habe ich gesagt. So, Save und es ist drin. Das gleiche Spiel, wenn ich jetzt festgelegte Fütterungspausen habe, wenn ich zum Beispiel einen Futterautomaten einsetze, kann ich dann auch hingehen mit dem nächsten Modus. Ich nehme es mal, also muss mir die Zeit hier merken, 17.49 Uhr. So, dann stellen wir jetzt hier mal separat ein, 17.50 Uhr. Ja, da muss man ganz durchklicken. 49. Dann gehen wir von 49 bis 56. So, das ist ein relativ schmaler Modus und dann gehe ich hier unten hin und klicke einmal auf den, genau, Feed-Modus und sieht man jetzt ein bisschen noch nicht. Jetzt muss ich den nächsten Modus erst programmieren, damit man das sieht. Der geht mir bis 21 Uhr und wieder das gleiche Spiel, da gehen wir in Random rein. Und der letzte Bereich. So, jetzt könnt ihr sehen, dass da unten diese Fütterungspause drin ist. Wenn ihr da zum Beispiel diesen Fütterungsmodus aktiviert, wenn euer Fütterautomat dann zu dem Zeitpunkt drin ist, könnt ihr alles einstellen. So, und das letzte, da will ich dann ein kleines bisschen Modus nochmal runter in den Sign-Modus. Da muss ich dementsprechend jetzt nochmal drauf. Dann gehen wir auf 70% und die Frequenz ein bisschen zurücknehmen. Save, eingestellt. So, jetzt ist das Ganze eingestellt und jetzt muss ich es abspeichern. Zack, da hat es übernommen und meine Pumpe, die Pumpe, arbeitet jetzt in dem vorinstallierten Modus. Ja, man merkt, die Pumpe geht direkt los da hinten. Und jetzt gehe ich hin und kann beide Pumpen koppeln, also sprich die als Master nehmen und die da hinten als Slave. Relativ einfach, auf Linkage gehen, Master Pump, ja, und das Ganze im Programmmodus, ja, will ich, dann komme ich nochmal zum Programm hin und alles ist gut. Jetzt muss ich mir meine andere Pumpe nehmen, also zurück ins Hauptmenü gehen, länger drauf drücken, auf Linkage gehen, Slave Pumpe und hier kann ich jetzt aufgrund der Tatsache, dass es nur Master und Slave ist, nur eine Gesamtstärke einstellen. Das heißt, ich arbeite meinetwegen mit 65%. Diese Pumpe übernimmt den aktuellen Modus der Masterpumpe, aber nicht die Stärke. Die Stärke stelle ich mir separat ein. Also sprich konstant für die gesamte Laufzeit. Gehe wieder zurück und beide Pumpen sind dann dementsprechend untereinander gekoppelt.
wenn ich jetzt nochmal in die Hauptpumpe reingehe. Dann kann ich, wenn ich das dann möchte, auch eine Pumpe rausnehmen, entweder weil ich sie anders ansteuern will oder sonst irgendwas. Oder ich kann tatsächlich weitere Pumpen in diesen Master-Slave-Modus. Das sieht man jetzt auch hier unten. Die eine ist als Master angegeben, die andere ist als Slave. Und das geht so lange, bis ich die wieder da rausnehme. Ja, und das war im Prinzip auch schon das komplette Hexenwerk zum Thema Pumpen programmieren. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, wenn ihr die nicht als Master und Slave arbeiten lassen wollt, dann müsst ihr hingehen und diese Pumpe aus diesem Linkage-Modus rausnehmen und unter Programm gehen. Und wenn ihr ein separates Programm schon installiert hattet, beziehungsweise schon eins hattet, wie ich jetzt hier, weil ich habe die Pumpe ja nur aus dem Netz rausgenommen, um euch zu zeigen, wie es geht, dann arbeiten die Pumpen in ihrem eigenen Modus. Das heißt, die Pumpe arbeitet so und die Pumpe arbeitet so. Ich kann jede Pumpe einzeln programmieren oder sie per Master und Slave in den gleichen Programmmodi holen. Ja Leute, die Smart Drift von Aquamedic ist in meinen Augen eine sehr, sehr gute Pumpe, eine sehr geile Pumpe. Sie werben natürlich auch hier mit Ultra Silent und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Pumpen tun das, was sie sollen. Sie sind leise. Selbst im Pulsmodus sind sie fast nicht zu hören, in meinen Augen. Jeder hat ein anderes Wahrnehmungsverständnis, aber diese Pumpen, wenn ich sie anschalte, ich höre sie nicht. Sie laufen an, sie laufen und tun das, was sie sollen, nämlich Wasser durch die Gegend schieben. Und hören, also nur ganz extrem, wenn man alles aus hat im Raum, dann sind sie vielleicht, ja, aber welche Pumpe ist schon wirklich komplett unhörbar? Also sie ist wirklich, wie es drauf steht, ultra silent. Ja, von der Leistung her bin ich sehr zufrieden damit. Ich habe sie jetzt schon ein paar Tage jetzt hier drin laufen. Ihr seht, aufgrund der Besonderheit hier hinten, meiner Strömungsverhältnisse mit Rückförderpumpe und hier der Pumpe, habe ich da hinten schon mal ein Problem gehabt mit Luftansaugung von oben. Trotz alledem, dass sie 10 cm unten ist. Das ist dann, ich sag mal, becken- und strömungsbedingt. Das kann passieren. Ist keine Sache, die definitiv ist. Also diese Pumpe hier ist 10 cm von oben entfernt und ja, sie zieht keine Luft. Ja? Also sowas kann schon mal passieren. Ich habe das jetzt geregelt, indem ich den Scheibenmagneten da oben hingepackt habe. Da, komischerweise, da wird keine Luft mehr angezogen. Kann man so machen, muss man aber nicht. Wie gesagt, es ist aufbauabhängig, strömungsabhängig, was ihr von Gesamtströmung im Becken aufgebaut habt. Und von daher war das jetzt nur ein kleiner Hinweis. Ja, wie gesagt, alles in allem, finde ich, ist Aquamedic mit dieser Smart Drift ein sehr guter Wurf gelungen und ich werde die Pumpe weiterhin einsetzen, weil ich das Strömungsbild tatsächlich besser finde als wie jetzt die ReefWave und im Preisgefüge sehen diese Pumpen auch extrem gut aus. Ich glaube, die teuerste liegt bei 180 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Ich müsste das eben noch mal kurz nachschauen. So, da bin ich wieder. Hab's mal eben nachgeguckt, weil ich will euch nichts Falsches sagen, wobei das auch nur die Hersteller an Angabe bzw. Empfehlung ist. Also unverbindliche Preisempfehlung für diese Pumpen. In der kleinsten Version liegen bei 124 Euro und für die SmartLift 11.1 liegt sie bei 178 Euro. Ich denke, das ist ein verdammt guter Preis für so eine Pumpe und gleichzeitig mit einem jede Pumpe hat einen extra Controller, extra Netzteil und wir haben die kostenlose App dazu, wo wir dann nichts extra für zahlen müssen. Die Aufhängung ist sehr sicher, muss ich auch nochmal darauf hinweisen, sie verstellt sich nicht. Wenn man sie einmal eingestellt hat und mit dem Magneten befestigt hat, funktioniert das wunderbar. Sie bleibt so stehen, wie man sie eingestellt hat. Ja, alles in allem, wie gesagt, ich finde die Dinger geil. Ihr seht, ich habe sie am Laufen. Die andere Pumpe, die ich hier drin hatte, ist rausgeflogen, weil, ja, wie gesagt, das Strömungsbild gefällt mir tatsächlich besser. Alles in allem, ich werde die Dinger drin halten und gucken, was sie können. Ihr werdet definitiv davon in meinen Tagebucheinträgen davon hören. Wenn euch das hier gefallen hat, lasst mir doch bitte den Daumen da. Solltet ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben, abonniert ihn doch bitte.
Macht die Glocke an, dann kriegt ihr auch mit, wenn ich wieder einen raushaue. Wie zum Beispiel jetzt heute die Smart Drift oder vor einigen Tagen habe ich die, die Sea Runner rausgehauen. Das sind dann immer so Sachen, die mal so nebenbei kommen, die ich nicht ankündigen kann und werde. Daher macht die Glocke an. Und wir sehen uns beim nächsten Video, was ich raushaue, was es auch immer sein wird. Vielleicht ist es ein Live, vielleicht ein neuer Bericht über das Projektbecken oder was auch immer. In diesem Sinne, ich zähle auf euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel. Ciao.